MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Kann jederzeit losgehen. Ja, hab ich jetzt auch. Wir machen einfach so einen blinden Start. Okay. War gut, damit kann ich umgehen. Ich weiß auch, dass wir auf irgendwelchen fiesen Gegner getroffen sind das letzte Mal, die maximal viel ausgehalten haben. Und uns jedes Mal fast gewonnen haben. So viel weiß ich noch. Okay. Und den einzigen Lichtblick, den wir hatten, war deine Selbstmordhuse. Am Start. Hauptsache, mein Spiel stört jetzt nicht beim Laden ab. Also mein Spiel hängt gerade, möchte ich nur sagen. Läuft. Ah, nein, ich bin da. Ach, da, und hier liegen doch ganz viele schlechte Items. Ja, bei mir nicht. Die kann ich nicht auf. Ist ein bisschen Hack aber auch von dir, dass wir ein neues Spiel starten, sozusagen, ja? Ja. Und du hier noch Items rumliegen hast. Moment mal, warum mach? Hier ist sonst so eine Schatzkiste. Ich habe eine Fähigkeit freigeschaltet, Schatzjäger-Experte oder was da stand. Ach, ich muss meine erstmal wieder in den Nahkampf stellen, so. So, wo ist eine Schatzkiste? Da. Bei den Ringen mit. Ich brauche keinen Platz, da ist auch noch meine Kiste. Los, Tuse. Ach was. Stufen aufschieben. Dom, dom, dom. So bin ich ja auch gleich schon soweit. Genau, einfach Auto ran. Das ist immer gut. Ja, Auto ran läuft immer. Hier hinter uns sind irgendwie, glaube ich, diese großen Viecher und vor uns auch. Ja, genau die. Die haben Damage gemacht. Die taten irgendwie weh. Wow. Hoch. Ich weiß nicht, wo meine ist. Ich sehe. Wow. Da war deine. Hat. Irgendwo da war meine jetzt. Wusste auch, sie ist verlassen. Die Explosion hat man dann doch gesehen auch. Aber ich könnte mich ja auch mal skillen hier. Kurz. Alles in den Körper reinbratzen, was geht. Und, ja, mal hier gucken, Stufen auf. Könnte ich denn noch? Wäre es jetzt gewesen, wenn hier so eine wäre, was man gesehen hat? So. Fähigkeiten. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Förderliche Mindeststufe 12, welche habe ich gesehen? Über große Distanzen. Arm unbedingt. Ab Stufe 12 kriege ich einen neuen Geschirrsturm, der Flammenwerfer von sich gibt.
Bin gespannt. Oh, hört sich zumindest nicht schneller an. Ich weiß nur gerade nicht, ich habe hier 3 verfügbare Fähigkeitspunkte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich könnte 2 Punkte bei mir auf einen Skill, der heißt offensive Synergie, spielen. Ja. Und nach 2 Skillpunkten würden meine Verbündeten immer noch 0% Schaden dazu bekommen. Ja. Die ganze. Finde ich gut. Ich auch, also. Auf jeden Fall powerful auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe gerade maximal keine Ahnung, in was ich die Dinger klatschen soll, die Fertigkeitspunkte. Darum lasse ich das einfach mal. Wird schon passen. Aber ich weiß, was für ein Boni ich nehme. Ach, ich habe keinen verfügbar als Boni. Gut, das ist natürlich dann doof. Bleibt, das bleibt. Ja, gut, das muss so halten, ne? Obwohl, konnte man die später nochmal zurücksetzen? Nee, ne? Die Fertigkeiten gingen nicht zurückzusetzen, glaube ich, oder? Fertigkeiten? Ja. Also unseren Skilltree. Ja. Doch, den konnte man auch zurücksetzen. Den konnte man auch. Okay. Was du zurücksetzen konntest, waren die Boni. Okay. Also Charakterübersicht. Du konntest bei dem Typen, konntest du Fertigkeitenpunkte, konntest du pro 1000 Gold ist das, glaube ich, auch hier, ne? Da konntest du 1 Skillpunkt wieder zurücksetzen. Alles klar. Vielleicht wird es ja günstiger später, weiß ich nicht. Das kann im Endeffekt nie schaden. Ich weiß noch nicht, ob ich meine Spinne auf 10 hochgehen soll oder ob ich sie bei 5 lasse, weil ich einmal meine Besserung. Dann wäre sie zwar jetzt stärker, aber dann kostet es mich mehr, nachher sie zurückzuskillen. Auch scheiße. Vielleicht kann ich aber auch mehr Spinnen gleichzeitig rufen. Hier. Bauen auffüllen. So. Okay, jetzt habe ich es endlich hinter mir. Meine Alte ist auch wieder am Leben. Ich bin immer überlegen, ob ich das rausschneiden soll, wenn wir skillen, oder ob man es drin lässt und Leute sich lustig machen können, wie wir gnadenlos nicht wissen, was wir skillen sollen. Ich hab's bisher immer drin gelassen, tatsächlich. Ja, ich auch. So. Soll ich so schneiden? Also ich weiß, es zeigt uns an, in die andere Richtung zu gehen, aber ich erkunde lieber. Als Diablo-Spieler, so wie wir. Erst Karte vollständig haben und dann. I can't do that. Hier, mein Turm steht nicht wirklich lange. Sich gerade aufmerksam machen, dass sie keine Heiltränke mehr hat. Das hat einen Grund. Aber sie heilt sich da gut gegen. Okay, wir haben einen geheimnisvollen Edelstein bekommen. Was für eine Quest. Ach ja, okay, schon gut. Ich erinnere mich. Geplant. Ich weiß wieder, für was wir ihn brauchen. Okay. Da war ja doch so eine Statue in der Stadt. Stimmt, ist das der dritte? Ich glaube. Cool, dann haben wir die auch vollständig. Wir haben 20% Bonus auf magische Sachen finden. Finden trotzdem wahrscheinlich nichts. Können wir von ausgehen.
Aber dafür schnetzeln wir uns durch die Gegnerhorden. Das ist doch schon mal was. Läuft auf jeden Fall. Puh. Hui, kommen die denn her? Okay, meine Spinnen werden mir nicht angezeigt. Und mein Spiel ist mir abgestürzt. Das ist jetzt natürlich fies von dir, mitten in der Gegnerhorde. Ziemlich. Aber, ne? Es war bestimmt der böse Ziegenkadaver da. Oh Mann, ey. Ja. Ansonsten bleibe ich hier einfach mal stehen und warte auf dich. Ja. Das erspart mir natürlich das Rausschneiden einfach der Skillung von eben. Ja. Weil dann wird die Aufnahme weg. Komm, jetzt. Oh Mann, ey. Okay.